Zum 25. Mal hat der Trecker-Club Nordhorn seinen historischen Feldtag präsentiert. Unter dem Motto „Das Beste aus 25 Jahren“ wurden bei der größten landtechnischen Oldtimer-Schau Europas 3 Tage einzigartige Maschinen und Exponate gezeigt. Den Besuchern wurde die Landtechnik vergangener Tage erlebbar gemacht. Sie bestaunten die beiden letzten überlebenden Exemplare des Hanomag WD-Pflugs aus den Jahren 1912 und 1922 im Einsatz. Eine besondere Premiere war die Vorstellung eines vollständig restaurierten Lanz-Landbaumotors aus dem Jahre 1917. Die lange Liste von Arbeitsmaschinen aus den Kindertagen der Landtechnik reichte vom IHC über Güldner und verschiedenste Fendt- und MF-Schlepper bis zu den Traktorlegenden von Lanz, Fahr, Holder, Schlüter, Wesseler und Deutz. Dazu gesellten sich Dampfmaschinen und Walzen sowie Einsatzvorführungen mit Arbeitspferden. Einen Überblick über 100 Jahre Landtechnik boten große Sonderschauen fast aller bekannten Schleppermarken. Produziert von Landtechnik Media ist die DVD und Blu-ray „Der historische Feldtag Nordhorn – Das Beste aus 25 Jahren“ ab sofort im Handel erhältlich.